Initialisiere Forschungsaufzeichnung TV-137 Beta. Sicherheitsstufe Rot. Marker. Sie zeigen uns Menschen recht schnell, was wahre Furcht bedeutet. Diese zu groß geratene Gartendekoration ist von außerirdischem Machwerk und strahlt starke elektromagnetische Wellen aus, die eine schreckliche Auswirkung auf biologisches Gewebe haben. Diese Wellen mutieren die DNA von frisch verstorbenen Lebewesen und bringen das nekrotische Gewebe ins Leben zurück. Aus diesem Rohmaterial formt der Marker diese Mutanten, bekannt als Necromorphs. Die ersten Zeichen einer Necromorph-Infektion sind meist Infektoren. Diese übergroße Kreuzung aus einem Moskito und einer Fledermaus besteht aus dem Torso und den Beinen eines Menschen, der unter dem Einfluss des Markers starb. Der Schädel des Opfers formt sich in eine lange Nadel, um infiziertes Gewebe in neue Opfer zu injizieren, während der Unterkiefer in den Körper hinabsinkt. Die gebrochenen Beine des Infektors formen sich in Flügel, die mit einer dicken Hautschicht mit dem Rest des Körpers verbunden wird. Laut unseren Informationen wurde der erste Infektor von einem degenerierten Forscher namens Grote Gute geschaffen, der in seinem Wahn eine Beruhigungsspritze mit einem Necromorph-Virus verwechselte. In seinem Versuch, den Marker zu erreichen, wurde er daraufhin von einem Sicherheitswachmann erschossen und reanimierte kurz darauf als ein Infektor. Der lange Stachel eines Infektors knackt den Schädel eines Opfers wie eine überreife Melone, bevor er die Leiche infiziert. Dazu spritzt er biolumineszente gelbe Parasiten in den Körper, die den Wirt in einen Necromorph umwandeln. Diese Dinger sind nicht sonderlich stabil gebaut, da sie nicht als Kampfform ausgelegt sind. Ein paar gut platzierte Schüsse mit jeglicher Waffe macht ihnen schnell den Garaus. Um auf Nummer sicher zu gehen, kann man aber auch auf den Stachel schießen, um es unschädlich zu machen. Nun beginnt der spaßige Teil. Infektoren sind nicht die einzigen Necromorphs, die zu Beginn eines Ausbruchs auftauchen. Infektoren können ihre Opfer in fähige Kampfformen umwandeln. Und zwar in solch einer scheißschnellen Geschwindigkeit, dass das Blut zum Kochen bringt. Diese Kampfformen sind die Fußsoldaten der Necromorphs und werden Slasher genannt. Wie der Name vielleicht erahnen lässt, schneidet es. Oft und schnell. Der Marker formt lange Klingen an den Händen oder lange zusätzliche klingenbewehrte Arme aus den Schultern der Opfer, sollten die ursprünglichen Arme festgehalten oder beschädigt sein. Necromorphs benötigen kaum Körperfunktion und wandeln selbst menschliche Magensäure in eine tödliche Waffe um. Da sich der Marker nicht wirklich mit menschlicher Anatomie zufrieden gibt, wird der Körper viel widerstandsfähiger, nachdem an ihm herumgebastelt wurde. Wichtige Zirkulationssysteme und andere lebenswichtige Funktionen werden in den Torso zurückgezogen, was Angriffe auf den Kopf überaus nutzlos macht. Obwohl ein paar Kilo Blei im Torso auch ein Necromorph umbringt, ist davon abzuraten, blind zu feuern. Es sei denn, es ist genug Munition zur Hand, dann nur zu. Schüsse auf Arm und Beine sind weitaus effizienter. Fehlende Beine werden diese außerirdischen Kakerlaken nicht unbedingt stoppen. Es verlangsamt sie jedoch ungemein. Die Arme sind eines Slashers einzige zuverlässliche Waffe. Werden sie abgetrennt, fallen sie sofort inaktiv zu Boden. Oder sterben sogar, wenn man Glück hat. Das einzige Ziel dieser Dinger scheint das Sammeln von mehr Biomasse zu sein. Slasher formen sich über längere Zeit auch von alleine, sollte kein Infektor in der Nähe sein. Zum Glück können diese Mistviecher nur Slasher reanimieren. Die anderen Albträume, die der Marker aus unseren Gefallenen zusammengebastelt hat, sind leichter zu bemerken, um einiges größer und um einiges schwerer zu töten. Leitung der Interplanetaren Forschungskommission, Manuel Serra.